Ich habe heute einen Vlog für euch und zwar könnt ihr mich die nächsten Tage in meinem Strickalltag begleiten. Und ihr schnappt euch am besten euer Strickzeug, euer liebstes Projekt, an dem ihr gerade arbeitet. Ich zeige euch, wie ich die Barbara Blouse weiter stricke und einige von euch haben mich gefragt, wie ich denn überhaupt mit einer Hand stricke. Das werde ich euch natürlich auch in diesem Vlog zeigen. Also bleibt dran und viel Spaß! Ich bin gerade dabei, meine Barbara Blouse zu Ende zu stricken. Und zwar habe ich heute den ersten Ärmel endlich mal abgekettet und bin jetzt beim zweiten Ärmel angelangt. Der erste Ärmel sieht jetzt so aus. Das sieht echt interessant aus, weil da ist so ein Loch drin, so ein Ärmelloch nennt sich das auch in der Anleitung. Und das wird dann an den Körper rangenäht. Und der ist relativ lang deswegen. Jetzt habe ich gerade den zweiten angeschlagen auf meiner kleinen Rundstricknadel von Togu. Die bin ich ja immer noch am Testen gerade und bisher bin ich sehr begeistert, dass ich diese Nadel nicht abdrehen vom Kabel. Das finde ich wirklich sehr super. Und ja, mal gucken, wie weit ich heute komme, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit jetzt, weil eine Freundin nachher noch zu Besuch kommt. Und danach muss ich auch noch mein Matchday-Sweater fertig machen. Da habe ich nämlich seit dem Podcast vom Sonntag auch nichts mehr dran gemacht, weil ich nämlich die ganze Zeit mit Videos schneiden, einrichten. Ich habe mir noch ein Logo erstellt, ich habe ein Intro erstellt. Das hat einfach so viel Zeit gekostet, deswegen bin ich die letzten zwei Tage gar nicht zum Stricken gekommen. Und heute Abend kommt ein weiteres Video online. Da geht es um meine gestrickten Tops und Shirts, die ich gemacht habe im letzten Jahr. Und das hat natürlich auch etwas Zeit in Anspruch genommen. Guten Morgen, ich habe gerade Post bekommen, sehr überraschend, und zwar habe ich nach meinem letzten Video, wo ich ja euch meine Tops und Shirts vorgestellt habe, die ich gestrickt habe, daran gedacht, dass ich gesagt habe, ich will ja meine Tops ab sofort nicht mehr zu kurz stricken, und in meinem Podcast habe ich euch die Seide vorgestellt, die ich bei Sisley Rigette gekauft habe, und dass ich da von den anderen Farben, die ich jetzt noch habe, das sind zwei Stück, zu wenig eigentlich habe, um das Top in der richtigen Länge zu stricken. Ach ja, und nach langem Hin und Her überlegen habe ich mich jetzt dann beschlossen, diese Farbe nochmal nachzukaufen. Und ich würde sagen, ich packe mit euch jetzt das Paket aus, denn ich habe noch mehr bestellt. So, willkommen auf meiner Couch. Wir machen das jetzt immer auf. So, und zwar habe ich das am Dienstag bestellt und heute ist Donnerstag und es ist schon angekommen. Wie verrückt ist das? Das wurde irgendwie mit DHL Express verschickt aus Dänemark. Und ja, ich zeige euch das jetzt mal. Oh Gott, ja. Und zwar habe ich mir noch einen Strang von der Farbe Fluff bestellt, damit ich daraus nämlich ein sehr langes Top stricken kann. Dann die Farbe Mrs. Potts, auch noch ein Strang. So, jetzt seht ihr da noch eine ganze Menge. Und zwar ist es so, dass dieser Versand recht teuer ist. Und ja, 20 Euro, glaube ich. Und man bekommt Versand kostenfrei irgendwie ab, ich glaube, es sind so 200 Euro Bestellwert. Also habe ich tatsächlich Seide für 200 Euro bestellt. Aber ich habe auch diese neue Färbung entdeckt. Und oh, guckt euch das an. Ist das nicht schön? Das ist so rosa mit Blauton. Miss America. Und davon habe ich sogar drei Stränge.
weil ich dachte, davon will ich ein T-Shirt auch wieder machen, vielleicht auch langärmlich. Mal gucken, vielleicht wieder eine Bluse. So, und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich daraus dann Tops stricke, da wird auf jeden Fall was übrig bleiben. Denn ich werde vielleicht anderthalb Stränge brauchen. Was mache ich dann wieder mit den restlichen Strängen? Das ist ja so teure Wolle, die will ich ja dann verwenden. So, und ich käpsele. Hab gedacht, ich nehme diese ungefärbte Seide. Und da machen wir dann auch noch mal ein T-Shirt draus. Und zwar mit Streifen. Das stelle ich mir cool vor. Ja. Und wenn ich daraus wieder dann einen Rest habe, dann sehen wir weiter. So viel also dazu. Kommen wir zu einem Strickupdate. Und zwar stricke ich gerade an dem zweiten Ärmel meiner Barbro Blouse. Die habe ich ja in meinem Podcast vorgestellt. Und zwar, da hatte ich auch schon den kompletten Körper fertig. Und ich habe gestern den ersten Ärmel fertiggestellt. Und jetzt bin ich am zweiten Ärmel. Ja, das zieht sich ganz schön lang, dieses Lace-Muster und dann auf diesen kleinen Nadeln. Ja, da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Und zwar hatte ich geplant, die Barbro Blouse fertig zu machen bis Ostern, weil ich die nämlich am Ostersamstag und vielleicht auch sogar Ostersonntag tragen wollte. Das heißt, ich habe jetzt noch, heute ist Donnerstag, heute und morgen Zeit, diesen Ärmel zu machen, dann die ganzen Ärmel dran zu nähen. Und dann muss ich sie Freitag ja dann waschen, spannen, damit sie am Samstag trocken ist. Ja, das ist sportlich. Die Barbro Blouse, die hat ja hier so kleine Knöpfe. Und ich habe mir diese Exemplare bestellt. Da muss ich dann mal gucken. Ich habe die in zwei Größen. Ich weiß gerade gar nicht, welche Größen sind das? 8 mm und 10 mm. Weil ich finde nämlich, die, ich glaube, in der Anleitung sind 10 oder 12 mm angegeben, dass die ein bisschen zu groß aussehen. Die überlappen sich ja so. Das finde ich irgendwie nicht so toll. Deswegen habe ich jetzt diese schönen Perlen rausgesucht. So, ich glaube, das sieht ganz schön aus. Das kann ich mir gut vorstellen. Das sind einmal die kleinen und das sind die großen und ich finde die kleinen schöner. Die sind mir trotzdem, obwohl die noch kleiner sind als in der Anleitung angegeben, viel zu wobbelig, viel zu mächtig. In den Kommentaren hat eine liebe Zuschauerin geschrieben, dass sie gerne mal sehen würde, wie ich denn mit einer Hand stricke. Und das kann ich natürlich total verstehen, dass euch das interessiert. Und natürlich zeige ich das euch. Also werde ich euch mal jetzt zeigen, wie ich das mache. Hier liegt mein Restknäuel. Der führt zu einer Kette. An dieser Kette habe ich einen O-Ring hängen, durch den ich mein Garn führe. Und dieses führt dann zu meinem Strickstück. Und warum ich das so gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. So, und zwar halte ich das Garn mit meinem kleinen Stumpi. Und hier bekomme ich dann die Fadenspannung. Also das ist sozusagen mein Fingerersatz für die linke Hand. Und dann mache ich es eigentlich wie jeder andere. Und jetzt muss ich hier natürlich das Muster stricken und stricke das ab. Schiebe hier auch das mit meinem Stumpi hinterher. Stumpi ist übrigens der Spitzname, weil Stumpf hört sich nicht so gut an und das ist Stumpi. genau. So, ich stricke in dem Muster jetzt mal weiter. Und zwar muss ich immer was drunter haben. Und zwar in diesem Fall ist es mein Bein. Am liebsten nehme ich mein Bein und drücke das mit meinem Stumpi fest. Und hier kriege ich auch die Fadenspannung dann.
rechts ist es dann ganz normal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine rechte Masche stricke, gehe ich da rein und wenn ich es dann abstricke, halte ich es hier so fest kurz und ziehe es ab. Einfach damit ich den Halt habe, weil ich den von links eben diesen Halt nicht bekomme. So, und hier noch, wie ich linke Maschen stricke. Ich nehme den Faden hier unter meinen Finger und ziehe ihn nach vorne und dann stricke ich so linke Masche. Kleines Update von mir, und zwar ist es jetzt 20.30 Uhr und ich habe über den Tag hinweg immer mal wieder so ein bisschen gestrickt und das ist das, was ich jetzt schon habe. Das sieht erstmal nach nicht so viel aus, aber das ist ja sehr dünnes Garn und dementsprechend dauert das ein bisschen und dann auch noch dieses Lace-Muster, denn ein so ein Rapport besteht aus 8 Maschen und 8 unterschiedlichen Reihen. Und in der ersten Reihe, dort wo man diese Löcher sieht, werden immer Umschläge gemacht und diese werden dann abgestrickt. Pro Rapport nimmt man 6 Umschläge auf und strickt diese ab. Das heißt, diese Maschen kommen dann halt immer dazu und die werden dann so nach und nach wieder abgestrickt. Also zusammen gestrickt und dadurch wieder abgenommen. Und das dauert ganz schön lange. Und jetzt ist mir auch noch mein Garn ausgegangen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal mein letztes Knäuel einbrechen und das aufwickeln und dann werde ich noch so 1-2 Stündchen stricken, dann mache ich aber auch Feierabend für heute. Dann hoffe ich, dass ich das morgen alles noch hinkriege, aber ich bin aktuell ganz guter Dinge. Freitagnachmittag und ich habe gerade die Knöpfe von meiner Babro Blouse angenäht. Das wollte ich euch mal kurz zeigen, wie das jetzt aussieht. Das sind jetzt die kleinen Knöpfe und ich finde, dass die sehr gut passen und ich mag, dass das so ein bisschen Platz dazwischen ist und die nicht ganz so mächtig wirken. Die Knopflöcher macht man mit einer Häkelnadel dran, da macht man so eine Luftmaschenkette einfach. Ich denke, da verrate ich nicht zu viel. Das geht ganz fix. Mit einer kleinen Häkelnadel macht man das einfach so ein paar Schlaufen dran. Und so sehen die Knöpfe aus. Den zweiten Ärmel habe ich jetzt auch fertig gemacht. Ich wollte euch noch zeigen, wie der Unterschied ist zwischen gewaschen und ungewaschen. Also links ist da der neue Ärmel und rechts, der ist schon gewaschen. Der zieht sich noch ein ganzes Stück in die Länge und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Bluse auch machen wollt, empfehle ich euch, die Einzelteile zu waschen und dann erst abzuketten, weil das zieht sich noch so weit in die Länge, das kann man einfach nicht abschätzen und es ist nun mal bei jedem unterschiedlich, wie lange er es gerne hat und wie lange, was für lange Arme er hat oder wie lang der Oberkörper ist und deswegen, um böse Überraschungen zu vermeiden,
kann ich das empfehlen. Ich werde jetzt auch erstmal den zweiten Ärmel waschen und zum Trocknen hinlegen und ganz zum Schluss werde ich die Ärmel dran nähen. Und dann denke ich, dass morgen pünktlich zu unserem Osteressen bei meiner Familie, dass die Barbro-Blouse dann fertig ist und ich sie auch tragen kann. Und ich bin wirklich gespannt, euch dann morgen das fertige Ergebnis zu zeigen. Heute ist Samstag und ich wünsche euch allen zusammen frohe Ostern und dass ihr viel Zeit mit eurer Familie verbringen könnt und ein paar schöne, vor allem auch sonnige Tage verbringt. Ich bin auf jeden Fall heute nicht so ganz so gut drauf, weil ich mit ziemlichen Schmerzen zu tun habe heute. Ich habe immer so Tage, die sind nicht so gut und ich hatte das ja schon erwähnt in meinem Podcast, dass ich so eine Hüftgeschichte habe und zwar, das ist wahrscheinlich gar nicht so unbekannt, habe ich eine Hüftdysplasie und die hat mir so schlimme Probleme gemacht, dass ich mich im Jahr 2023 an beiden Seiten habe operieren lassen und zwar habe ich eine Umstellungsosteotomie vornehmen lassen und die letzte war im Dezember und die erste im Juli und ich bin halt seitdem auch krankgeschrieben und ja, leider haben sich meine Schmerzen eigentlich noch nicht wirklich verbessert und ich habe auch auf der einen Seite noch meine Schrauben drin, die mir ziemliche Probleme machen. Also ich kann mich eigentlich kaum richtig runterbücken und beugen und das ist alles ziemlich blöd. Und ich habe halt einfach manchmal Tage, die sind so ein bisschen schlechter. Heute ist so ein Tag, aber ich lasse mich natürlich davon nicht einschränken. Und zwar werde ich jetzt meine Barbro-Blouse vernähen. Und dann anziehen und dann zu meiner Familie fahren. Jetzt möchte ich mich aber erstmal noch kurz bei euch bedanken. Und zwar habt ihr mich so geflasht mit euren ganzen lieben Kommentaren, die ihr mir unter meinen letzten beiden Videos geschrieben habt. Immer wenn ich reingeguckt habe, war ein neuer Kommentar drin. Und die sind einer lieber und süßer als der andere. Und ich habe so langsam den Eindruck, dass die Strick-Community einfach die beste und liebste Community überhaupt ist. Und überhaupt habt ihr mich sehr, sehr überrascht mit so vielen Abos in den ersten Tagen. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt ein kleines Tutorial machen für euch. Und zwar für diejenigen, die die Barbro-Blouse auch noch stricken möchten. Und zwar werden ja die Ärmel am Schluss angenäht und ich glaube, dass das viele nicht so gerne machen und sich vielleicht deswegen abschrecken lassen von der Anleitung. Ich habe das tatsächlich auch erst einmal gemacht und zwar bei dem Honey Cardigan von Kutukwa Kika und ich fand das tatsächlich gar nicht so schlimm. Ja, und deswegen dachte ich mir, für diejenigen, die das nicht so gerne machen wollen, zeige ich das jetzt mal, dass es eigentlich ganz einfach geht und wie schön das nachher aussieht. So, ich habe jetzt schon mal ein paar Stiche gemacht, damit ich hier das ein bisschen besser halten kann. Und zwar habe ich mir jetzt diese zwei Teile so hingelegt, dass hier diese Muster übereinstimmen. Na, also hier, dass die Löcher hier in einer Linie sind und man das halt auch wirklich parallel und sauber abnäht. Und dann man sich hier den Rand an und geht zwischen dieses Maschenglied rein, also in dieses Maschenglied rein und nimmt sich hier diesen Steg, der dazwischen ist. Und da guckt man, dass man das nicht zu weit drin macht, also dass man jetzt nicht hier reingeht, sondern wirklich ganz außen, damit die Naht, die an der Innenseite entsteht, nicht wulstig wird. Und ich gehe dann hier rein und ich ziehe das noch nicht so richtig fest. Und dann gucke ich auf der anderen Seite und gehe ebenfalls hier dazwischen rein. Muss man sich dann immer so ein bisschen
hier zurechtlegen, weil sich das natürlich gerne einrollt. So, und das mache ich dann hier für ein paar Stiche. Und dann zieht man das einmal fest. Und dann zieht sich das hier zusammen und man sieht hier ganz schön, dass hier eine Kante entstanden ist, die sehr unsichtbar ist. Das heißt, hier treffen wirklich die Maschen aufeinander und es entsteht so ein schöner Abschluss. Ich kann euch auch noch den Tipp geben, wenn ihr hier das zusammenzieht, nicht zu stark festzuziehen, weil sonst wird das nämlich zu eng. Und man kann diesen Faden nämlich relativ einfach hier durch das komplette Teil ziehen. Also wirklich nur so leicht anziehen, damit das nachher nicht zu eng wird. Das ist jetzt die Innenseite und ich mache das gerne, dass ich in irgendein Maschengitter reingehe und einen Knoten mache, um das ein bisschen sicherer zu machen. Und dann gehe ich hier einfach in diese Wulst rein, die jetzt durchs Abnehmen entstanden ist und vernähe das. Noch die Cumulus-Blusen zeigen, die meine Mama gestrickt hat. Und zwar hat sie beide in Drop Spell gestrickt und beide in Größe L, aber links mit Nadelstärke 3,5 und rechts mit Nadelstärke 3. Das war einfach ein Versehen, dass sie den linken hat sie zuerst gestrickt, dass sie den mit Nadelstärke 3,5 gestrickt hat. Und hatte sich schon gewundert, warum der so groß rauskommt. Da sieht man mal, wie wichtig eine Maschenprobe ist. Der linke ist wirklich etwas zu groß geworden, der sitzt auch nicht so gut und etwas zu locker. Und der rechte sitzt einfach perfekt. Zusammen. Es ist Sonntagabend, ich war den ganzen Tag unterwegs und jetzt wollte ich euch noch ein paar Sachen zu der Barbro Blouse erzählen. Und zwar habe ich ja in meinem Podcast erzählt, dass die Anleitung leider einige Fehler enthält. Und mich hat das irgendwie nicht mehr so richtig losgelassen, weil ich dachte, das kann es ja nicht sein. Und dann kam mir der Gedanke, dass eventuell die digitale Anleitung mit Korrekturen versehen wurde. Und ich kann euch sagen, tatsächlich ist das der Fall, denn ich habe mir die digitale Anleitung extra für euch gekauft, um das nachzugucken. Und die Fehler wurden dort wirklich korrigiert. Ihr könnt also guten Gewissens die digitale Anleitung kaufen. Und das würde ich euch auch empfehlen, denn die ist wesentlich umfangreicher als die aus dem Buch. Da sind nämlich auch ganz schön viele Tipps dabei und Verlinkungen zu YouTube-Videos. Das kann man natürlich in dem Buch nicht machen. Aber generell ist das ziemlich ausführlich erklärt. Und was ich auch nämlich schade fand, dass im Buch keine Informationen darüber standen, wie man die Ärmelzunahmen richtig macht. Und zwar muss man den Rapport stricken und trotzdem die Ärmelzunahmen machen und diese dann in den Rapport integrieren. Aber wie das gemacht werden soll, das stand da nicht so wirklich. Und ich habe das dann ja so gemacht, wie ich halt dachte. Und jetzt habe ich nachgelesen in der digitalen Anleitung, dass ich es eigentlich falsch gemacht habe, was jetzt nicht schlimm ist.
Es gibt ja viele Wege, wie man was machen kann, aber ich hätte mir da einfach ein paar Infos zu gewünscht. Und deswegen denke ich gerade daran, dass es vielleicht nicht so klug ist, generell strikt Bücher zu kaufen, sondern vielleicht wirklich besser ist, so digitale Anleitungen zu kaufen, weil diese einfach immer korrigiert werden können. Und auf Reverie bekommt man ja auch eine Benachrichtigung, wenn eine Anleitung korrigiert wurde und man bekommt die automatisch zugespielt. Ja, das ist bei Büchern natürlich nicht so einfach. Und jetzt habe ich noch einen Garntipp für euch. Und zwar habe ich die Babo-Blouse ja an einem relativ teuren Garn gestrickt, nämlich aus der Pure Silk von Sisley Reget. Und das ist normal 100% Maulbeerseide aus Dänemark und sehr teuer. Ich habe da was gefunden, was ich mir gut vorstellen könnte. Und zwar blende ich euch das Garn mal ein. Es ist nämlich das Tencel Bamboo Fine Guard von Hobby. Und das besteht aus 40% Tencel, also Lyocell, und 60% Bambusviskose. Das Schöne am Lyocell Garn ist, dass es unglaublich weich und glänzend ist und dadurch vom Look her der Seide sehr ähnlich kommt, finde ich. Aber der Preis ist natürlich wesentlich günstiger. Außerdem ist Tencel ein Naturrohstoff, also es ist keine Kunstfaser. Es wird aus Holz gewonnen und dieses Holz wird halt industriell verarbeitet sozusagen. Das heißt, es ist schon bearbeitet, aber es ist grundsätzlich ein Naturrohstoff, was es natürlich auch nachhaltig macht. Und ich finde es halt sehr angenehm auf der Haut. Ich habe einige Kleidungsstücke aus Lyocell und finde die super weich und angenehm. Ich mag das auch lieber als normale Baumwolle. Und es hat halt diesen Glanz und ich finde, der erinnert mich sehr an Seide. Ich habe das natürlich jetzt selber noch nicht gestrickt, aber vielleicht möchte das ja jemand von euch ausprobieren und berichten. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend und generell finde ich dieses Garn sehr spannend und werde ich bestimmt mal diesen Sommer ausprobieren. Also, wenn ihr da mehr zu sehen wollt, dann abonniert am besten meinen Kanal und bleibt weiter dran. Ich werde mir jetzt ein neues Strickprojekt suchen oder vielleicht stricke ich auch an einem vorhandenen Projekt weiter. Mal gucken. Es ist auf jeden Fall so, dass ich, sobald ein Strickprojekt beendet ist, ich mir erlaube, ein neues anzuschlagen. Ich brauche auch ein bisschen Vielfalt beim Stricken und ich stricke nicht so gern nur an einem Teil zu gleicher Zeit. Aber ich will auch nicht zu viel gleichzeitig haben. Das heißt, zwei große Projekte stehe ich mir sozusagen zu. Und dadurch, dass die Barbro Blouse jetzt beendet ist, habe ich jetzt nur den Match Day Sweater als großes Projekt. Und mal gucken, vielleicht stricke ich aber auch da jetzt weiter. Da die Woche jetzt vorbei ist, würde ich den Vlog beenden. Und wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, dann bedanke ich mich vielmals beim Zuschauen und nochmal vielen Dank für eure tollen Kommentare und eure Abos. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann!